Das Schiff, die JPO Leo. Und die Reeder, die Betreiber. Zwei Brüder, die dem Schiff seinen Namen geben. Jan und Peter Oltmann, JPO. Und der Poolmanager Christoph Döhle. Er beschäftigt das Schiff in einem Mix mit anderen. Für das Schiff eine ideale Konstellation, die viel mit Vertrauen und Tradition zu tun hat. Mit den richtigen Händen, in denen es liegt. Wir sind jetzt in der sechsten Generation. In diesem Jahr feiern wir unser 175-jähriges Firmenjubiläum, ein reiner Familienbetrieb. Wir sind auf den Schiffen als Kleinkinder schon mitgefahren, mit dem Vater als Kapitän. Ich weiß noch, dass mein Vater mit dem alten Senior noch nach Kriegszeiten schon über die Reeperbahn gebummelt ist abends, wenn er die Schiffe von Herrn Oltmann klariert hat. Das waren aber kleine Küstenmotorfahrer und die Entwicklung, die wir gemeinsam mit dem Hause Oltmann genommen haben, über verschiedene Schiffsgrößen, auch immer wieder in den Investitionen zum gleichen Zeitpunkt, mit der gleichen Markteinschätzung. Also die ist hervorragend. Investitionen in das richtige Schiff zur richtigen Zeit. Die Weltwirtschaft springt wieder an. Der Handel braucht Transportkapazitäten. Containerschiffe wie die JPO Leo. Es ist ein Containerschiff mit eigenem Ladegeschirr, extrem flexibel einzusetzen, zu beladen. Durch die Anordnung der Luken und Lukendeckel kann man viele Häfen anlaufen, ohne dass man jetzt umstauen müsste. Von der Maschinenleistung her kann das Schiff gut 22 Knoten laufen. Es kann auch im reduzierten Bereich laufen, was heutzutage sehr wichtig ist. Es ist ein sehr flexibel, zuverlässiges Schiff, was man auch sehr gut daran erkennen kann, dass es in den 5,5 Jahren, die wir es bislang betreiben, nicht eine Minute Zeitausfall gegeben hat. Immer durchgehend gefahren, jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag, 24 Stunden lang, keinerlei Ausfälle. Die technische Betreuung, die das Haus Oltmann ihren Schiffen zukommen lässt, ist 1A. Das ist für uns wichtig, das ist auch für einen Pool wichtig, denn wir können uns gut im Markt positionieren, wir können eine hervorragende Flotte anbieten. Entscheidend ist aber natürlich auch die tägliche Performance der Schiffe. Mein Bruder ist als Kapitän gefahren, ich bin als Kapitän gefahren. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie es auf den Schiffen vorgeht. Und aufgrund dessen, dass wir genau wissen, wie es auf den Schiffen abgeht, können wir auch beurteilen, muss etwas sein, muss etwas nicht sein. So perfekt der Reeder das Schiff betreibt, so durchgehend und lukrativ will der Poolmanager es beschäftigen. Der Poolmanager zeichnet sich also in der Form aus, dass er in den ihm zur Verfügung stehenden Flotten in den Pools den bestmöglichen Mix auch dort erreicht. Ich glaube, entscheidend für ein langfristiges Investment ist immer die Risikoabsicherung nach unten. Und das haben wir auch in der jüngsten Krise sehr gut bewiesen. Jedes Schiff will voll beladen die Meere kreuzen. Und die Chancen für hohe Containerstapel an Deck sind wieder hervorragend. Man konnte jetzt in den letzten gut 12 Monaten beobachten, wie stark der Containermarkt generell angezogen ist. Der ist stärker angezogen, als man ursprünglich mal erwartet hatte. Der Container ist noch nicht in allen Ecken, er wird also weiter wachsen, insbesondere in den Verkehren Asien, Indien, China, da sehen wir noch großes Wachstumspotenzial. Märkte, die es zu erobern gilt, mit dem passenden Schiff. In Fahrt gesetzt und betrieben von verlässlichen Partnern. HC ist Marktführer im Segment Schifffahrt und hat auch ein großes Tiefenverständnis zu dieser Industrie. Die JPO Leo. Sie ist erfolgreich unterwegs, weil das Handwerk Schifffahrt von seinen Partnern verstanden wird. Ein Containerschiff mit höchster Flexibilität für die wachsenden Regionen der Welt. Für einen erstarkten und dynamisch wachsenden Markt. Das richtige Schiff zur richtigen Zeit. Von HCI.